Hallo? Hallo, hören Sie mich? Nee, die reagiert gar nicht. Feuerwehrrettungsdienst Hamburg, in welcher Straße ist der Notfall? Ausschlägerweg 40. Wenn ein Notrufgespräch über die Notrufleitung 112 bei uns eingeht, nehmen wir diesen umgehend entgegen. Wir verifizieren als allererstes die Einsatzadresse. Wo befindet sich der Anrufer? Wo befindet sich der Notfallort? Ist das eine männliche oder eine weibliche Person? Und wie alt ungefähr? Weiblich ungefähr 45 Jahre. Umgehend wird dann auf den medizinischen Notfall eingegangen. Um was für eine Person handelt es sich? Was für ein Notfall liegt vor? Gegebenenfalls geben wir auch Erste-Hilfe-Maßnahmen. Können Sie eine Atmung sehen? Ich schaue immer. Die atmen nicht. Die reagiert gar nicht. So, dass wir die Zeit vom Notrufbeginn bzw. vom Alarm an der Rettungswache bis zum Eintreffen des Rettungswagens einfach bestmöglich nutzen. Rettungskräfte sind auf dem Weg zu Ihnen. Wir müssen jetzt eine Wiederbelebung durchführen. Trauen Sie sich das zu? Ja, das mache ich jetzt mal. Okay, die erste Hand in die Brustmitte, zweite Hand oben drauf, Finger verschränken, 5 cm ein, okay. Und wieder entlassen, 100 bis 120, okay. Die Rettungsleitstelle ist quasi das Gehirn der Feuerwehr Hamburg. Hier gehen alle Notrufe ein. Hier werden sie zugeordnet, wie viele Rettungskräfte brauche ich da, welches sind die geeigneten Rettungsmittel, welche schicken wir dort jetzt hin. Und von hier aus wird alles koordiniert. Ich gebe Ihnen den Takt vor. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Immer schön weiterdrücken. Alles klar. Das machen Sie sehr gut. Das Wichtigste bei der täglichen Arbeit in der Rettungsleitstelle ist, dass sich hineinversetzen in den Anrufer da abzuholen, wo der in seiner Ausnahmesituation sich gerade befindet. Den an die Hand zu nehmen, diesen Anrufer, und ihn durch das Notrufgespräch zu leiten und ihn bestmöglich zu unterstützen, bis die Rettungskräfte vor Ort eintreffen. Erst wenn mein Kollege Sie ablöst, dann dürfen Sie aufhören. Insgesamt hat die Feuerwehr Hamburg 17 Feuerwachen, 34 Rettungswachen, eine Technik- und Umweltwache und die Rettungsleitstelle. Sehr gut haben Sie das gemacht. Vielen Dank. Dieser Job ist Berufung. Das macht man nicht, um Geld zu verdienen. Wir haben alle das Feuer im Herzen, wir haben das Feuer im Blut. Wir wollen einfach dem Hamburger Bürger helfen.